Aber der Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren Abgeordnete, der Bayerische Landtag ist wohl nicht der richtige Ort, um über eine Verteidigungspolitik des Bundes innerhalb der NATO zu reden. Allerdings ist die Abwehr von Gefahren grundsätzlich Aufgabe der Länder. Reden wir lieber mal von der inneren Sicherheit. Und dafür sind Sie in Bayern auch zuständig. Die Polizei und Rettungsbehörden in Bayern leisten auch mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Bürger. Ihre Bemühungen werden allerdings dort gefährdet, wo die kriminellen Handlungen überwiegend von illegalen Migranten überhand nehmen. Es wird zum Beispiel derzeit in ganz Deutschland beklagt, dass Frauen und Familien sich in Freibädern nicht mehr sicher fühlen und diese daher meiden. Früheres braucht man zum Besuch ein Freibad, ein Badehaum und ein Schwimmwesten. Heute braucht man eher ein Helm, eine stichsichere Weste und Schwimmfliegerl. Wir schaffen auf diese Weise No-Go-Areas und überlassen diese öffentlichen Einrichtungen einem gewalttätigen Mob. Oder wollen Sie Zustände wie in Neukölln oder erst kürzlich im Ruhrgebiet, wo ausländische Familienclans mit Gewalt aufeinander losgehen? Und da stellt sich schon die Frage, wer ist denn dafür verantwortlich, dass diese gewaltbereiten Männer seit Jahren und Jahrzehnten aus allen Shitholes dieser Welt nach Deutschland reingelassen und auf die friedliche eigene Bevölkerung losgelassen werden? Ihre nationale Sicherheitsstrategie kommt jetzt zu spät, weil Sie jahrelang unsere nationalen Grenzen nicht vor unkontrollierter Zuwanderung geschützt haben. Sie wollen alles und jedes retten. Das Klima, die Natur, die Umwelt, die Ukraine, ja, die ganze Welt. Wir sagen Ihnen, retten Sie erstmal die eigene Bevölkerung vor Messerstechern, vor Vergewaltigern, Clankriminellen und islamistischen Terroristen. Und nicht zu vergessen vor der Maskenmafia hier im Landtag. Herr Ministerpräsident Söder, nehmen Sie sich diese Worte mal zu Herzen und machen Sie was draus. Meiden Sie Demos, wo Sie sich zum Nebendarsteller des Aiwanger und der Gruberin machen, sonst gehen uns bald die Mitgliederanträge aus. Dankeschön.